Herr Möller, herzlich willkommen zu unserem Sommerinterview. Zuschauer, die uns regelmäßig sehen, die werden sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern. In den vergangenen Jahren saß an Ihrer Stelle Björn Höcke, aber der hat unsere Einladung in diesem Jahr ausgeschlagen. Warum? Naja, wir sind zwei Landessprecher. Ne? Also die Mitgliedsversammlung hat bei uns in ihrer Weisheit zwei Landessprecher gewählt, weil man eben nicht immer alle Termine wahrnehmen kann. Und er war jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal bei Ihnen. Ne? Und jetzt bin ich mal dran. Ich freue mich auch schon drauf. Jetzt sind Sie mal dran. Stellt sich natürlich sofort die Frage, wird er Ihnen auch bei der Spitzenkandidatur zur Landtagswahl dann den Vortritt lassen? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Basis will. Am Ende entscheidet das ja nicht mal er, sondern die Basis. Ne? Und ich glaube, wir wissen, wer der Spitzenmann bei uns im Verband ist. Das ist definitiv Björn Höcke. Sie wollen stärkste Partei werden, sind jetzt bei 18%. Da heißt, da ist noch ein Stück nach oben. Aber Björn Höcke spricht schon vom ersten möglicherweise blauen Ministerpräsidenten. Mit welchem großen Thema wollen Sie in Thüringen punkten? Na gut, wir haben mehrere große Themen. Was markenkernprägend ist, ist natürlich die Asylpolitik. Das wissen alle. Ja, damit ist die AfD seit 2015 groß geworden. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Gewährleistung der inneren Sicherheit, dass wir also wieder die Zustände im Land haben, diese Sicherheit haben, wie wir sie, sage ich mal, vor 10, 15 Jahren noch ganz üblich, wie sie ganz üblich hier war. Und was uns auch sehr, sehr wichtig ist, das ist, dass wir das Grundsatzproblem unseres Landes endlich in den Griff bekommen, nämlich die demografische Katastrophe. Das heißt, dass wir im Grunde genommen nur noch unseren Niedergang, dass momentan unser Niedergang verwaltet wird, das halten wir für falsch. Wenn ich da kurz einhaken darf, Sie sagen Niedergang und Sie sagen, Sie wollen endlich, dass es wieder sicherer ist. Jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Kriminalität ist gesunken, in Thüringen um 4%, bundesweit um sogar 10%, der niedrigste, der beste Wert eigentlich seit der Wiedervereinigung. Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist wirklich auf einem Rekordtief. Warum sind Sie trotzdem so pessimistisch? Ich bin nicht pessimistisch, ich bin realistisch. Und ich lasse mich nicht von, sag ich mal, irgendwelchen ausgelegten Statistiken täuschen. Der Kriminalstatistik der Polizei vertrauen Sie nicht? Ich vertraue der zum Teil. Ich weiß aber auch, welche Zahlen man da nicht rauslesen kann. Aber gucken wir uns noch mal den Niedergang der Wirtschaft an. Mhm. Wo machen Sie den fest? Na, das brauchen wir uns auch nur Thüringen angucken. Da wackeln einige Größen, beispielsweise. Also wir haben jetzt in Thüringen eine Arbeitslosenquote von 5,2%. Ja. Gefällt Ihnen nicht? Das gefällt mir, wenn es so wäre. Aber Sie wissen, denke ich mal, wenn Sie sich mit dem Thema befassen, wissen Sie auch sehr schnell oder bekommen Sie sehr schnell mit, dass diese Statistik verschleiert. Die Wirtschaft, das steht alles auf tönernen Füßen. Ja? Gerade hier in Thüringen. Wenn Sie sich mal anschauen, wir haben in Thüringen eine sehr stark auf die Verbrennungsmotorentechnologie ausgerichtete Motorenzuliefererindustrie. Ne? Und was macht unsere Landesregierung? Sie schleift diesen Standort. Sie schleift diesen Standort, indem sie auf Elektromobilität setzt. Ja, großer Zukunftsmarkt. Ja, aber doch nicht für uns. Sie schlecht. Ja, für die Chinesen, aber nicht für uns. Schauen wir mal auf die vergangene Woche. Da sind die Urteile im NSU-Prozess gefallen. Der Ministerpräsident hat hier an der Stelle bei uns im Sommerinterview gesagt, er schäme sich für das Versagen der staatlichen Behörden. Tun Sie das auch? Nein. Nein, tue ich nicht. Ganz ehrlich. Der NSU-Komplex ist alles andere als aufgeklärt und man sollte ganz, ganz vorsichtig damit sein, dort irgendwelche politischen Botschaften zu senden, insbesondere den Prozess oder diesen ganzen Komplex politisch zu instrumentalisieren. Und das geschieht leider auf Seiten der Landesregierung, so sehe ich das. Sie sind gegen die Errichtung des Denkmals für die Opfer des NSU, warum? Definitiv, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das bringt unser Land kein Stückchen weiter. Also da geht es ja um 10 Morde. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht irgendwas, sondern dafür würde man ein Denkmal setzen. Das halten Sie für falsch. Ja, weil, wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt bestimmt weitere 10 Morde nennen, die auch alle, sag ich mal, unter eine gewisse politisches Fehlverhalten subsumiert werden könnten, für die es keine Denkmäler gibt. Politische Botschaft, die jetzt gerade aus der AfD in Thüringen selbst kommt, von der alternativen Mitte, das ist eine Gruppe innerhalb der AfD, deren Mitglieder sich deutlich weit weniger rechts als beispielsweise Herr Höcke einordnen und das auch äußern. Diese alternative Mitte sagt, sie unterliege im Thüringer Landesverband unter dem Vorsitzenden Höcke regelrechten Säuberungsbemühungen. Halten Sie Kritik in der AfD nicht aus? Also den Vorwurf, den kann ich in keiner Weise mittragen. Wir haben bei insgesamt 1.100 Mitgliedern, wenn ich mich richtig entsinne, momentan 3 Parteiausschlussverfahren. Ja. Und andere also gegen Steffi Brönner, warten Sie kurz, bitte? Steffi Brönner,
ehemalige Vizevorsitzende in Thüringen, hat sich kritisch über Herrn Höcke geäußert. Jetzt läuft ein Parteiausschlussverfahren. Geht man so mit Kritikern in der Partei um? Nicht, weil sie sich kritisch über Herrn Höcke geäußert hat, sondern weil sie im Wahlkampf den schlimmsten Vorwurf, den unsere Gegner eigentlich gegen uns vorbringen, und zwar unberechtigt vorbringen, nämlich dass wir in Teilen rechtsextreme Abdrift vollziehen, dass sie diesen Vorwurf unmittelbar vor der wichtigsten Wahl der vergangenen 5 Jahre erhoben hat und uns natürlich, zumal in der Situation der Schwäche, damit natürlich massiv geschadet hat. Und ich sage Ihnen offen eins, ich kann Ihnen Fälle benennen bei der SPD, da sind Leute für weniger rausgeflogen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wir sind am Ende. Sehr gerne. Danke.